damals hat es in Amerika schon Versuche gegeben, Computer sehr schnell zu machen, allerdings weniger mit Transistoren als damals noch mit Elektronenröhren. Man hat sie dementsprechend Typhoon genannt und Whirlwind und ihnen ähnliche Namen gegeben. Und Semmeleks Bemerkung war, na gut, in Wien werden wir zwar keinen Typhoon bauen, aber ein Wiener Mailüfterl wird es schon werden. Begonnen wurde das Mailüfterl also in der Gussaustraße in der Technischen Universität. Und ich hatte eine seltsame Chance, ich hatte keinen Chef. Semmeleck war schon wohl Assistent an der Technischen Hochschule, hat aber im Großen und Ganzen den Umstand ausgenutzt, dass das Ordinariat, dem er zugeordnet war, unbesetzt war und er de facto als Assistent eigentlich Institutsleiter gewesen ist. Ich nahm mir einfach die Freiheit, einen Computer zu bauen und es hat mich niemand aufgehalten. Äußerlich steckt das Mailüfterl in einem relativ großen Gestell drinnen, also über 2 Meter hoch und einige Meter breit. Das Mailüfterl bestand im Wesentlichen aus 3000 Transistoren und 5000 Dioden. Alles, was er brauchte für sein Projekt, musste extra von der Gruppe und insbesondere von Semmeleck organisiert werden. Herr Semmeleck hat auch große Anstrengungen unternommen, überhaupt an diese Transistortechnologie heranzukommen. Es ist mir gelungen, alle 3000 und auch die Dioden von der Firma Philips in Holland geschenkt zu bekommen. Die waren für Hörapparate eigentlich konzipiert. Und das ist einmal nicht unbedingt das, was der Beschleunigung, der Arithmetik und der Programmabläufe Vorschub leistet. Man hat versucht, Leute zu finden, die eine gewisse Begeisterungsfähigkeit mitbrachten, auch eine gewisse Risikobereitschaft mitbrachten, denn niemand konnte ja garantieren, dass aus diesem ganzen Mailüfterl-Projekt letztlich wirklich etwas wird. Die Rekrutierung ist eigentlich immer über die Studierendenbasis gelaufen. Semmeleck hat er sich also dann so eine Handvoll von Personen ausgesucht. Sie können sich vorstellen, wenn Sie 3000 plus 5000 plus noch ein paar tausend Bauteile haben, da müssen die ja montiert werden. Also niemand hatte ein Problem, beliebig lange zu arbeiten oder auch an Wochenenden zu arbeiten. Das war ganz selbstverständlich. Es gab ja noch keine Computerzeitschriften und nur ganz wenige Bücher über Computer. Also man musste sich die Information wirklich einzeln sozusagen zusammenholen, damit man genügend weiß, um einen Computer zu bauen. Und dadurch bin ich sehr rasch vom Elektroingenieur zum Programmierer geworden. Das Mailüfterl hat funktioniert, das Mailüfterl hat alles Mögliche gerechnet. Es ist natürlich eine Frage, nicht nur, dass im Augenblick die Sache funktioniert, sondern dass sie im stundenlangen Betrieb weitergeht. Man konnte den Rhythmus des Programmablaufs mit einem Rundfunkgerät, das in der Nähe des Rechenwerks gestanden ist, abhören. Und wenn wir dann Programme über Nacht laufen ließen, konnten wir über das Telefonnetz von außen das Radio hören und hören, ob der richtige Rechenrhythmus noch eingehalten war oder ob schon nur mehr ein Sauerton war und irgendwas schiefgegangen ist. Wir haben sie beobachtet wie einen Kranken in der Intensivstation. Aus heutiger Sicht war diese Maschine natürlich ein Monstrum. Die Maschine war damals schon das Beste, was man machen konnte aus den vorhandenen Bausteinen. Allein die Sichtbarkeit des Projekts Mailüfterl hat mitgeholfen, die Computertechnik in Österreich zu etablieren. Semmeleck war immer ein Mann mit Visionen. Eine der Visionen war, dass wir in diese neue Technik des Computers eindringen und auch die Chance haben, hier eine internationale Rolle zu spielen. Ich bin meinem Kern nach
ein Ingenieur. Und das heißt, wahr ist, was funktioniert.